Auf geht's, weiter geht's. Drei Folgen Minecraft. Nächste Folge kommt bestimmt. Drei Folgen Minecraft. So. Und natürlich wird's wieder Nacht. Ich liebe es. Soll keine Werbung sein. So. Ich krieg dafür kein Geld. Wäre aber schön. Dann hätte ich wenigstens welches. Ich habe mir auch mal so überlegt, fürs Modpack wäre es ja eigentlich ganz praktisch, würde ich das auf dem Server spielen, so dass es halt auch mal die Map auch geladen ist, wenn ich nicht spiele. Aber das ist ein bisschen schwierig, die Geschichte. Kannst du mal ein bisschen erläutern? Den bräuchte ich halt eigentlich im Server dafür. Angenommen, ich mache den virtuell auf dem Rechner, läuft ja auch nicht ewig. Und vor allem beeinträchtigt das die Leistung, wenn du jetzt aufnimmst. Weil du ja sozusagen zwei Rechner berechnen musst, aufnimmst und spielst. Das ist ja auch mit einem annehmbaren PC hast du ja trotzdem gewisse Leistungseinbußen. Und deswegen wäre es ja gut, wenn du es auf dem Server packst, auf einer anderen. So, da der, den ich jetzt habe, aber nicht betriebsbereit ist, da fehlt nämlich eine Komponente. Müsste mir die erst kaufen. Und weiß ich nicht. Irgendwie ist mir der Preis dafür doch ein bisschen hoch. Im jetzigen Moment. Weil ich sage halt so, ich habe die alte CPU weggegeben, weil zu dem Zeitpunkt brauchte ich es halt nicht. Und ich wollte mir so oder so früher oder später irgendwann mal neue Technik holen, die halt energiesparender ist. Und naja, jetzt habe ich halt den Rechner dazu stehen. Mit RAM und so alles ist drin, klar, aber CPU fehlt und wenn ich mir eine neue CPU hole, dann muss ich auch wieder ein neues Mainboard haben. Ja, und dann noch Festplatten durchtauschen, brauche ich dann halt auch noch wieder eine neue. Naja, alles ein paar Euro. Und ich glaube, das waren dann so ein paar Argumente, die mir so überzeugt haben. Okay, den Server machst du, wenn dann virtuell erstmal. Oder irgendwie anders. Aber bevor du jetzt, ne, wie gesagt, irgendwie 500 Euro oder so. Nee, das reicht nicht mal. Bevor du 800, 900 Euro ausgibst. Nee, erstmal nicht. Später vielleicht, wenn du im Lotto gewonnen hast. Am 27. Juli 2017. Dafür müsst ihr aber erstmal Lotto spielen. Ah, so. War das schon wieder weiter, als ich ursprünglich wollte? Naja, ist abends immer genau das gleiche. Ja, ich mache heute nur bis 21 Uhr höchstens, denke ich, schlafen. Und dann siehst du dich um 23 Uhr noch was hier sitzen. Denkst du so, Alter, fick dich. Warum sind Computer Zeitmaschinen? So. So, sind die bald mal alle die Steine? Naja, hierfür können sie noch reichen. Machen wir tatsächlich Reste verbraten. Soweit wie es geht. Dann ist der Weg soweit durch. Jetzt habe ich. Ich habe tatsächlich wieder die Zäune vergessen. Und Fackeln brauche ich ja vielleicht auch noch ein paar mehr, wenn ich das jetzt ausleuchte. Mann. Mann. Einmal mit Profis, ne? Gut, hier werde ich nicht viel Erde brauchen. Dies ist ja klar wie Kloßbrühe. Wer kam auf dieses Sprichwort? Wer kam auf dieses Sprichwort? Naja. So. Bitte schnell füllen. Füllen for fun. So, dann ziehen wir das bis zum Ende komplett fertig durch. Machen da jetzt eventuell noch einen Erdwall vor, dass man da auch hochkommt. So.
ist die Tierform auch schon mal besser angeboten und du brauchst nicht immer so lange, um dahin zu gehen. So, weil bis der Bahntunnel fertig ist, das dauert noch ein wenig, wenn es dann überhaupt fertig wird. Ne? Erstmal ist der Villager Farm dran, dann muss ich wiederum erstmal noch meine Mine erweitern, weil ich da halt die Gänge, bis wo ich die jetzt ausgebaut habe, das Schienensystem, weil das da halt auch so erschöpft ist langsam. Habe ich tatsächlich bis auf den letzten Stein meine Stonebricks verbraucht? Coole Sache. Ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, schön. So, kommt jetzt auf jeden Fall schnell hier rein. Das ist schon mal schön. Dann muss man auf jeden Fall noch die Zäune wieder mitnehmen. Gut, ein paar Fackeln werde ich mir auch noch mitnehmen. Dann. Ja, habe ich mir doch ein bisschen viel Erde mitgenommen. Gut, war zu erwarten eigentlich, ne? Aber dafür habe ich genau die Bricks weggebaut. Oder verbaut. Weggebaut ist ein bisschen ungünstig formuliert. So, Inventar leeren. Die nehme ich mit, die nehme ich mit. Dann brauche ich eine durch 6 teilbare Zahl. Quersumme 4, Quersumme 12. Das war nicht durch 2 teilbar. 1, 2, 3, zack, fertig. So. Aha. Hä, mich doch. Ich glaube, ich hatte noch welche da rumzuliegen. Das deswegen. Das war genau deswegen. Nur deswegen. Das war nicht mein Fehler. Gut, das war höchstens mein Fehler, dass ich das nicht berücksichtigt habe. Aber sonst war das gut argumentiert. Punkt. Schlafen? Nicht schlafen. Gut. Schaufel habe ich mit. Ich werde natürlich jetzt wieder einiges abtragen müssen vom Berg, den ich ja damals so schön dem Turm angepasst habe, dass ich da ja genau einen Abstand habe zum Turm. Das sieht man ja hier. Das ist ja eigentlich genau auf die Krümmung angepasst. Ich glaube, ich werde mich dann aber nicht wieder um so eine Krümmung kümmern, also nicht so stark, sondern ich werde da Mäuerchen ziehen. Mit Zaun oben drauf, wahrscheinlich. Aber erstmal muss ich den Weg noch schnell fertigstellen. So, ich glaube, hier ist ein Zaun noch nicht ganz unwichtig, weil das ist ja doch ein Stück, was man runterfallen könnte. Puh, die reichen nicht mal ansatzweise. Ich brauche also noch wenigstens 80 Zäune. Das wären 40 Rezepte, A6 Stück. 240 Sticks. Was bedeutet 4 mal 60er Sticks? Also im Endeffekt fast 4 Sticks. Zäune. So. 1, 2, 3, 4, 5. Pup. Pup. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Hier kommt. Okay, hier habe ich schon mal nichts mehr. 4, 5. Plup. 1, 2, 3, 4, 5. Plup. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Plupp, 1, 2, 3, 4, 5. Plupp, 1, 2, 3, 4, 5. Plupp. Okay, das war's. Also nochmal 4 Sticks und daraus den Zäune machen. Und dann ist das durch und dann können wir mit der nächsten Sache beginnen. Ich glaube, ich bin aber so faul und fange gegen den Uhrzeigersinn an, weil es hier halt ein Ende schneller geht. Ehrlich gesagt habe ich da noch gar nicht wirklich eine Ahnung, was die da jetzt, was ich machen werde. Ich könnte das allerdings auch anders machen. Und das ist eigentlich auch eine viel bessere Idee. Ich könnte das quadratisch machen, nicht rund. Also ich mache einen quadratischen Weg rum und dann habe ich dann noch so eine Ecken, die ich dann noch mit irgendwelchen Pflanzenscheiß ausfüllen kann. Nachdem mir da die Pflanzen rausgeruppt habe. So, zack.
Das sind jetzt 80. Perfekt. Perfekt berechnet. War natürlich auch so geplant. Sicherlich. Zum Thema Musik. Ich habe ja zu Anfang gesagt, dass ich mit Absicht keine einspiele, damit sich halt jeder, der dazu Musiker möchte, sich die eigene einspielen kann. So laufe ich auch nicht Gefahr, dass die Musik zu leise oder zu laut ist. Weißt du, weil das ist ja dann euer Problem sozusagen. Okay, die Zäune werden nicht reichen. Ich brauche bestimmt nochmal 30. Puh. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe mir ein bisschen verschätzt in der Länge nach da hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Plup. 1, 2, 3, 4, 5. Pup. 1, 2, 3, 4, 5. Pup. 1, 2, 3, 4, 5. Pup. So. Naja, aber ich kann das schon mal so weit machen, wie ich kann. Kann. Naja, die Grammatik lässt nach, wenn du lange keinen regelmäßigen Deutschunterricht mehr hast in einer Regelschule. Und weg. Naja, ein paar bräuchte ich noch, ne? Aber das ist ja, glaube ich, nicht die Welt. Ach ja, der Turm. Wie gesagt, mir fehlt ja irgendwie immer noch so eine dritte Stufe drauf. Ah ja. Aber das hätte dann wirklich nur einen optischen Zweck, weil nutzen würde ich die nicht. Die wären dann auch irgendwann ja zu klein, um die wirklich sinnvoll zu nutzen. Und ich brauche den Platz halt, wie gesagt, so allein von der Quantität her nicht. Was soll ich da noch groß reinmachen? Es gibt ja da nicht unendlich Möglichkeiten. Außer du machst jetzt, bist jetzt Multiplayer-mäßig unterwegs und hat jeder hat dann einen Raum und dies und das. Aber das ist ja auch unnötig. So. Die droppen einfach keine Enderperlen. Verstehe ich nicht. Was brauchte ich denn jetzt für die nächste Aktion? Zäune brauchte ich noch. Ja. Ein paar davon. Dann hole ich mir schon mal etwas Kies. Kies und zwar ein paar Stacks. Es geht doch langsam ein bisschen in die Knie, der Vorrat. Muss ich mal bei den nächsten Touren wieder ein bisschen mehr Kies mitnehmen. So. So. Zäune kann man immer mal gebrauchen. Auch wenn jemand die Absicht hat, einen Zaun zu bauen. Oder vielleicht sogar manchen drei Zaun. Ach ja, schöne Pistentür. Gute Idee von mir. Danke. Besser als vorher die offene Tür. Irgendwie muss ich es ja schließen. Anscheinend kommt da doch ab und zu mal ein Monster rein. Oder spawnt da drin, aber. Denke ich mal weit besser, als wenn die jetzt so reinlaufen, wie sie lustig sind. So. Das ist fertig. So. Kann im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen sogar sein, dass ich jetzt nochmal ein Stück zurückgehen muss mit dem Weg und ich vorher runter machen muss von der Treppe, aber das glaube ich mal nicht so unbedingt. Boah, das wird so viel Holz sein, was hier zu fällen ist. Das ist nicht wenig. Machen wir erstmal Kahlschlag. Dann. Ah, das Höllenportal müsste eigentlich weg, aber ich glaube, ich umbaue das erstmal. Ich fange an, hier das da oben außen rum zu bauen und wenn das gar nicht mehr geht, dann ziehe ich das halt erstmal um. Das Portal. Dann kommt das halt oben nachher in die Turmebenen oben irgendwo rein. In eine der oberen vielen. Da hatte ich ja, glaube ich, schon mal erläutert, wie ich das machen möchte. Was da reinkommt. Ich
glaube, einmal der Verzauberungstable sollte rein. Das Teil soll auf jeden Fall rein. Was noch? Braustation, sofern ich eine mache, kommt da rein. Eine Art Zimmerchen, wo ich drinne wohne. Vielleicht sogar zwei oder drei. Was gab's noch? Was wollte ich denn noch machen? Also, ich glaube, dass ich mal ein paar Möglichkeiten aufgezählt hatte. Die können ja dann auch wieder spontan einfallen. Also, die sind doch ganz schön viele Bäume. Das kommt also davon, wenn man im Wald baut. Gut zu wissen. So. Ich meine, Bäume habe ich ja in der Baumfarm schon genug, ne? Und da pflanze ich sie auch kontrolliert wieder an und nicht so wie hier, die einfach asymmetrisch rumstehen. Das geht ja mal gar nicht. Okay, also hier muss auch noch ein bisschen was weg. Schöne Sache, nicht? So. Hier kommen die nächsten zwei noch weg. Oder drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 25. Ist auf jeden Fall krass, was man hier an Holz kriegt. Und ich stehe gerade wieder fest, es ist scheiße heiß. Ist ja durch das Zocken wird es ja noch wärmer. Naja, kannst du machen, nichts. Problem ist ja nur, dass ich nachts das Fenster auch nicht sperrangelweit aufmachen möchte. Bevor hier wieder irgendwas reinfliegt, das hatte ich zum Beispiel letzten Sommer schon mal. Das ist mir tatsächlich, ich glaube, zweimal ist das passiert, eine Fledermaus ins Zimmer geflogen. Dämliches Vieh. Ewig gebraucht, bis es wieder rausgeflogen ist. Dann liegst du da nachher so bis um eins im morgens öfter flattert mal was hier unter dem Bett oder sonst wo. Denkst du auch noch. Alter, merkst du dich jetzt mal? Es sind 35 Grad gefühlt nachts um eins. Du kannst so oder so schon nicht pennen und dann hast du noch so ein Scheißvieh da rumzufliegen. So, da könntest du direkt wieder rumschreien. Das ist, glaube ich, gut, wenn du ein Eigenheim hast. Stellst dein Bett im Keller. Das ist ein Kellerfenster mit Moskitonetz. Und dann kann dir das ganze Gesocks einfach mal am Arsch lecken. Du hast dein Kellergeschoss, was höchstens im Sommer mal 25 Grad erreicht. Oder je nach Nutzung vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber du hast auf jeden Fall keine 32 in der Bude. Und die paar Grad machen im Sommer schon mal einiges aus. Oder wenn du viel Geld hast und Strom dir auch nicht so wirklich interessiert, dann baust du halt eine Klima ein. Dann klimatisierst du halt wenigstens deinen Schlafraum. So ein halbes Stündchen immer bevor du schlafen gehst. Schmeißt du das Ding mal an. Wenn du dich dann ins Bett legst, machst du es aus. Und dann hast du zumindest erstmal eine angenehme Kälte da drin. Was ich persönlich finde, im Herbst schläft sich das doch immer noch ganz gut, wenn du dich so ins Warme. Also gut, das Bett ist dann, wenn jetzt kein anderer drin lag, meistens nicht warm. Aber sollte es das aus irgendeinem Grund doch sein, hast du es über die Heizung geschmissen oder was auch immer, ist es eigentlich ein schönes Gefühl. Kann man mir der GEMA zustimmen, ne? So. 1, 2, 3. Und hier machen wir jetzt mal einen drei breiten Gang. Oder machen wir den noch einen weiter nach da? Wir machen den noch einen weiter nach da und umranden den auch nachher nochmal mit unserem altbewährten, super tollen Stein. So, das kann ja weg. Ich habe eine Zuckerrohrfarm. Ich glaube, die Sache mit dem Berg, die werde ich wahrscheinlich ein bisschen accelerated, etwas beschleunigt machen. Weil das in der Aufnahme irgendwie
versuchen zu kommentieren ist doch schon etwas schwierig. Also, was sollte ich sagen? Ja, hier ist ein Stück Kohle. Hier ist wieder Cleanstone. Hier ist nochmal Cleanstone. Und hier haben wir übrigens Erde. Direkt neben dem Cleanstone. Und seinem Cousin, dem anderen Cleanstone. So, das können wir erstmal vorlaufen lassen. Scheiß was drauf. Juckt mich nicht. Kann man? Ja, kann man. Herrlich. Kann ich mich vorne mal meinen Scheiß wegschmeißen. Das darfst du heute ja auch nicht mehr machen. Irgendwo auf einem Müllkippe deinen Scheiß noch aufschmeißen. Kostet ja alles Geld. So, 1, 2, 3. Naja, ein bisschen halt, ne? Die eine Ecke möchte ich jetzt den Partner fertig machen. Und wenn er 25 Minuten lang ist, dann ist er 25 Minuten lang. Dann dauert das halt 10 Minuten länger beim Rendern und dauert halt 2 Minuten länger beim Hochladen. Scheißegal. Meine Upload-Geschwindigkeit ist ja nicht so schlecht. Nur das Rendern, das dauert halt ein Weilchen. Ich weiß nicht wieso, aber das ist nun mal so. So. Und ich glaube, am Wochenende werde ich aber mit den Vorbereitungen, mit den konkreten Vorbereitungen vom anderen Projekt mal beginnen. Dass man da auch mal jetzt noch so ein bisschen Vorlauf kriegt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. So, ist doch noch ein Stück bisher. Uiuiui. Hier. So. Ich muss auch mal gucken, wie viele Parts ich denn im Vorlauf gehe, wenn überhaupt, oder? Nee, es hat ja auch andere, mehrere Sachen, die man halt vorbereiten muss. Oder kann, schon mal. Ich wollte ja dann auch wieder Thumbnails machen, dann kann man ja da schon mal sich eine Vorlage erstellen. Und hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit, schon mal überlegen, was möchte man wie machen. Sich vielleicht schon zu der einen oder anderen Sache informieren. Sich ne, logischerweise schon mal die Sachen runterladen und installieren. Dann ist das schon mal fertig. Wenn du natürlich überall gute Vorlagen hast, dann brauchst du natürlich auch für die Verarbeitung von der ganzen Sache weniger. Wenn du zum Beispiel einen Videoschnitt, kannst ja auch schon gewisse Sachen wie die Einstellung von dem Video, was für eine Auflösung hat es, wie viele Bilder pro Minute hat es und was für eine Codierung und sowas alles, das kannst du ja als Vorlage schon mal fertig machen. So dass du das im späteren Verlauf, wenn du halt immer wieder die gleichen Sachen benutzt, dann hast du das halt schon fertig. Und sparst ein bisschen Zeit, sodass du das in andere Sachen reinstecken kannst. Wenn ihr das versteht, worauf ich hinaus will. Ja, und so im Vorfeld habe ich mir halt schon ein paar geile Sachen rausgesucht, die ich zum Teil auch noch nie gemacht habe. Und halt mit dem Modpack auch gerne mal machen würde. Weißt du, das ist so schöne große technische Anlagen. Wo man dann halt ein bisschen was sehen kann und was tun und machen kann. Ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen so eine Sache, was kannst du natürlich wieder davon konkret vernünftig aufnehmen und was macht sich da schwierig und wo muss man mal gucken, wie man das einbindet ins Projekt. Weißt du, weil so Sachen, weil das kann ich ja schon mal so vorweg sagen, Autocrafting wird wahrscheinlich sicherlich wieder ein Bestandteil sein, also für die, die es nicht kennen. Du hast halt ein System, was du dir zusammenbaust und da musst du halt mit bestimmten Items und Kombinationen und so Vorlagen einstellen, wie du Items craften kannst. Also dass du die halt dann automatisch wieder bestellen kannst, sofern du sie halt einmal eingespeichert hast und die Ressourcen dafür hast. So. Und diese Sachen sind für die Aufnahme eher mäßig geeignet. Da muss man immer schauen.
sind manchmal halt so eine Fleißaufgaben. Naja. Aber jetzt seht ihr schon mal, worauf ich hinaus will mit dem Weg. Den habe ich hier halt immer die Ecke, wo ich irgendwie noch, weiß ich nicht, ein paar Bäume pflanzen kann oder hier dies und das. Sowas ist damit gemeint. Gut. Das waren also noch ein paar Infos zum neuen Projekt. Dass man sich darunter schon mal ein bisschen was vorstellen kann. Wie gesagt, ein konkretes Modpack dafür habe ich noch nicht. Auch wenn ich so ein paar Kandidaten schon habe. Aber das werde ich dann sagen oder das werdet ihr erfahren, sobald es losgeht. Damit ihr mich vorher noch nicht groß festlegen, muss ich mir erstmal die Modpacks ein bisschen abwägen. Was ist da drin? Was kennt man vielleicht? Was kennt man nicht? Was schmeißt man raus? Was packt man rein? Und naja. Auf jeden Fall werde ich das dann mal sagen. Oder steht halt irgendwie im Titel drin, so von wegen Minecraft Vizebeast XYZ. Weißt du? Dass ich das halt spiele und dass ihr dann halt auch Bescheid wisst. Was macht der da? Außer Scheiße schon wieder. Na gut. Na, dann wisst ihr, worauf es hinausläuft. Und hier ist auch wieder einiges geschehen. Deswegen würde ich mich, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Tipps und Feedback habt, würde ich mich darüber freuen. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo ich hier zumindest weitermache. Fertigstellen wäre vielleicht zu viel versprochen, aber ich mache da weiter. Also, bis zum Part 76, 77 oder so. Weiß ich jetzt nicht. Tschüss.